Die Lange Straße ist wieder belebt. Aktion Kunst trifft Leerstand. Samstag, 17 Uhr. Der Verein Blankenburg blüht auf. Mit Martina Stolt und Silvia Gebauer an der Spitze des Vorbereitungsteams wollen auf den Leerstand in der Blankenburger Altstadt aufmerksam machen und zeigen, wie es hier aussehen könnte. Dafür nahmen alle gern die aufwendigen Vorbereitungen in Kauf. Also die Vorbereitungszeit war schon sehr elektrisch und unsere Nerven liegen leicht blank. Aber nun ist es nicht mehr zurückzudrehen, jetzt geht es nur nach vorn. Ja, bei mir geht erst die Nervosität raus, wenn der Trabant einmal eingefahren ist und die Anmoderation gelaufen ist, dann geht es mir wieder besser. Einfach die Organisation, dass jeder überall immer perfekt zu hören ist, aber ich denke, jetzt können wir uns auf einen tollen Abend freuen. Von uns gibt es, wie versprochen, das Rotkäppchen heute ein bisschen anders. Bisschen witzig, ein bisschen erwachsener, ja, lustig halt. Na, Trubel, Jubel, Heiterkeit. Die ganze Stadt entlang. So wie 2019, als die Aktion von Thorsten Stolt ins Leben gerufen wurde, fährt ein roter Trabi die lange Straße entlang und begleitet eine Gruppe von Tänzern. Der rote Trabi hat die Aufgabe, das Fest am heutigen Abend zu eröffnen und einmal hochzufahren, um die Leute einzuladen und mitzunehmen, um die einzelnen Bühnen und die einzelnen Künstler schon mal vorab kennenzulernen und vielleicht mal einen anderen Blick auf die Blankenburger Lange Straße zu werfen. Die Mitglieder der Dance Company von Monika Kudryova animieren zum Mitmachen und tanzen die Lange Straße hinauf. Dabei ziehen sie eine große Menschenmenge hinter sich her. Ein bisschen für uns anspruchsvolle Schritte, aber wir geben volle Gas, dass wir gute Laune einfach verbreiten. Wir zeigen auch mal Ballettgruppen, haben wir schöne Kostüme und alle Streetdance-Gruppen, rund 60 Kinder sind heute da. Bin froh, dass wir wieder dabei sein können. Die vierte Veranstaltung Kunst trifft Leerstand ist eröffnet. In einigen der nicht genutzten Ladengeschäfte zieht wieder Leben ein. Hier treten verschiedene Künstler kostenfrei auf, sodass ein breit gefächertes Programm die Besucher erwartet. Kunst trifft Leerstand. Hier ist gerade Leerstand. Und ich mache gern mit bei solchen Veranstaltungen, da wurde es mir angeboten. Ich werde mal über die Blankenburger Villen referieren und die ganze Pracht und Schönheit und Geschichte darlegen. Hier kommt ein vorübergehendes Graffiti hin und da kann man sich dann, wenn es fertig ist, als Fotowand sozusagen davor stellen und ein paar schöne Bilder machen. Es kommen so ein paar Flügel hin und das wird dann auch fluoreszieren, also mit UV-Licht. Wir kommen aus Wernigerode und kommen vom Harzer Schwimmverein. Schwarzlichttheater lebt von der Illusion, weil es ist zweidimensional und dadurch können Leute verschwinden und schweben. Wir können aus der kalten welche Kinder hervorkommen lassen, die dann wieder aus dem Nichts in das Nichts verschwinden, sowie Tiere oder Blumen blühen lassen, also kreativ sein, Fantasie. Ein Anziehungspunkt ist auch Klärchens Ballhaus. Die Zuschauer werden mit Humor,
in die Zeit der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entführt. Ja, wir sind die Theatergruppe Wien-Rode und wir spielen heute gleich ins Ballhaus mit ein paar lustigen Begebenheiten und ein bisschen Tanz und Musik aus den 20er Jahren. Sie sind hier in Klärchens Ballhaus. Ich bin die Concierge und ich mache diesen Beruf sehr, sehr gerne. Und ich suche natürlich die Damen aus. Heute ist Witwenball und da wollen wir mal sehen, welche Witwe wir heute verkuppeln können. Es kommen sehr nette Herren. Ich habe schon eine Vorauswahl getroffen, dass auch ein bisschen Geld zu Geld kommt. Denn in Blankenburg ist es ja übel. Ja, es ist hier alles sehr verfallen, die Häuser. Man muss die Finanzen wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Durch Heirat ist das immer möglich. Die Mitglieder vom Lions Club haben auf dem Hof der Hartsparkasse eine Weinverkostung mit musikalischen Highlights organisiert. Die Schülerfirma des Gymnasiums sorgt für einen kleinen Imbiss und ist außerdem für den Einlass zuständig. Es wäre schön, wenn die Blankenburger Innenstadt aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen würde. Und das nicht nur an diesem einen Tag im Jahr. Ja, unsere Enkelin ist aus Romanda und da haben wir gesagt, wir machen uns heute einen schönen Tag. Schön in Blankenburg. Ist ja schön was los. Herrlich. Ganz viel Freude haben wir. Ja. Ja? Also ich wünsche mir, dass die Innenstadt belebt wird. Dass wieder Geschäfte reinkommen oder Wohnungen. Ich wünsche mir mehr Leben in der Blankenburger Innenstadt, aber ich habe nicht die zündende Idee. Was soll ich mir als alter Blankenburger in der Innenstadt wünschen? Dass man mehr Geschäfte wieder aufmachen, dass ein bisschen Leben ist. So wie heute. Sollen die Leute sich das mal angucken? Heute ist was los hier. Ich kann nicht jeden guten Tag sagen. Ansonsten kann ich in der Woche jeden zweiten hier guten Tag sagen. Ist ja nichts los. Ich denke, es wäre doch möglich, über Kulturvereine, Sportvereine und so weiter erstmal die Schaufenster zu nutzen, ein bisschen Reklame machen über Blankenburg. Vielleicht lässt man sich mal was einfallen. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber ansonsten ist das heute hier ganz schön, schöne Sache. Ja, ich freue mich, dass so viele Menschen hier gekommen sind. Und ich hoffe und denke, dass ganz viele Menschen interessiert sind an ihrer Innenstadt. Sonst wären sie nicht hier. Also weiter so. Live-Musik, exotische Drinks und Leckeres vom Stand sorgen für einen gelungenen Abend. Das Programm ist breit gefächert. Die zahlreichen Besucher sind begeistert und die Veranstalter blicken auf eine gelungene Aktion zurück.